Hallo, herzlich willkommen. Eine weitere Folge City Bus mit mir, dem Marc. Heute am Montag. Wir haben keine Busse. Wir warten es mal ab. Ich glaube, einer kommt gleich gegen 50 rein und der andere gegen 13:10 oder irgendwie sowas. Also dürfte gleich eigentlich. Ach, guck mal, da kommt der erste sogar schon. So. Ich werde jetzt erstmal was schon tanken. Ja, neue Woche, neues Glück. Für mich ist heute, was haben wir heute? Freitagabend. Oh, jetzt wird er noch waschen. Ja, für mich ist heute Freitagabend. Wir brödeln hier so ein bisschen rum. Er lässt es schon aufgenommen, das habe ich alles schon gemacht. Ich glaube, das habe ich mir jetzt überlegt, das werde ich immer sonntags vormittags machen, weil da ist sowieso immer so ein bisschen Luft. Da könnte man das eigentlich ganz gut machen, habe ich mir so überlegt. Da stört es mich jetzt auch nicht so. Weil in der Woche ist das immer irgendwie komisch, muss man ja sagen, wie es ist. Dann bist du hier, machst da, dann ist abends irgendwas. Und ich muss ja echt sagen, diese Woche war echt so abends. Du guckst auf die Uhr und denkst so, boah. Oder du bist zu Hause und guckst auf die Uhr, 19 Uhr, 19.30 Uhr. Oder wo du echt noch denkst, Alter, wo ist denn jetzt der Abend wieder geblieben? Also es ist echt, also gibt es echt so Abende, wo du denkst, boah, zack, kommst nach Hause, ist 19 Uhr. Liegt natürlich jetzt auch aktuell daran, dass einfach teilweise gegen 18 Uhr noch hell ist, wo dann denkst, oh ja, ist ja noch gar nicht so spät. Und dann guckst du irgendwann doch mal auf die Uhr und dann denkst, oh, ist ja wieder schon so spät. Oder wie der Song da auch immer ging. Ich wollte es vermeiden, mein Schluck auf. Ich glaube, das wird aber nichts. So, wir sind noch in Hamburg unterwegs. Wir können auch noch keine Linien hier machen. Da fehlt uns noch ein bisschen. Haben wir endlich Kredit? Ne, wir haben auch gar keinen Kredit. Aber das ist auch eigentlich optimal. Das heißt, wir schwimmen im Plus. Das ist doch schön. Ja, sonst neues Updates oder so weiter wurde bisher noch nicht angekündigt. Ich habe bisher noch nichts gelesen. Ich war gerade noch mal im Discord unterwegs. Da gab es jetzt auch nichts Neues. Von daher werden wir einfach mal abwarten, hätte ich gesagt. Bis wir da was bekommen. Läuft es eigentlich mit der Zeit einigermaßen? 2 Minuten ist okay. 2 Minuten ist okay, hätte ich gesagt. Gibt es irgendwas zu forschen? Auch nicht. Aber 5 ist auch nicht schlecht. Jetzt heißt es laufen lassen. Sonst, was gibt es sonst was Neues? Eigentlich so gar nicht so viel, muss man sagen. Ich habe mir eine neue Uhr gekauft. Ich will mich jetzt wieder ans Uhrtragen gewöhnen. Die Uhr kann auch einiges, muss man ja auch sagen. Keine klassische Uhr, sondern schon eine Smartwatch, hätte man jetzt mal spontan betitelt. So eine richtige Smartwatch halt. Mit allen möglichen Funktionen und Features und alles Mögliche. Damit kann ich telefonieren, darüber kann ich MS schreiben, darüber WhatsApp ansehen und Omsi Navigation, wenn ich schon sage, Google Maps nutzen und sowas alles. Also schon ein paar kleine Features dabei. Natürlich auch mit hier Herzschlagsensor oder wie viele Schläge ich durchschnittlich habe und wie viele Schritte ich mache und hier und da und dort. Das habe ich alles. Und ich muss echt sagen, gefällt mir. Ich habe die jetzt auch erst 24 Stunden auf. Die kam gestern Abend. Ich habe dann gestern Abend noch
Eben, ich habe mir noch auf die Schnelle so eine Schutzfolie gekauft, dass zumindest nicht ganz so katastrophal wird. Habe ich mir noch eine geholt, die war auch am ersten Tag nötig. Da hatte ich schon so einen kleinen, ja, wäre wahrscheinlich auf Uhr nichts passiert, aber diese Schutzfolie ist relativ weich an sich. Die hat einen leichten Kratzer abgekriegt. Da wäre jetzt in der normalen Bewegung, wäre in der Uhr, sag ich mal, nichts passiert. Das wäre alles in Ordnung gewesen oder geblieben, eher gesagt. Sodass ich da dann nichts machen brauchte. Bevor du das zweite nachfragen ist an einem Tag. Schön. Forschung. Detaillierte Werbung. Können ja natürlich. Festland. Montags bis Sonntags alle 30 Minuten. Kann ja theoretisch jetzt nichts Wildes sein. Wo ist denn der Bahnhof? Ich habe keinen Bahnhof, der kommt wahrscheinlich erst weiter unten, oder? Dann kommt er weiter unten wahrscheinlich. Ja, also wie gesagt, ich habe ich jetzt seit einem Tag, seit gut 24 Stunden, ich habe heute Nacht damit auch geschlafen. Und ich muss sagen, da gibt es auch die Funktion, dass die Uhr, sage ich mal, du kannst auf deine Uhr einen Wecker einstellen. Sage ich mal, du musst um 6:30 Uhr aufstehen, wie es bei mir heute Morgen auch der Fall war. Und die Uhr merkt dann, so eine halbe Stunde davor, ja, ist vielleicht jetzt besser die Möglichkeit, wach zu werden. Also deine Uhr weckt dich nicht um 6:30 Uhr, also um 6:30 Uhr weckt die spätestens, sondern der weckt dich, sage ich mal, vielleicht doch schon heute um 6:05 Uhr, morgen um 6:10 Uhr, übermorgen vielleicht erst um 6:29 Uhr. Die Uhr kennt nämlich, wann du, sage ich mal, den optimalen Punkt erreicht hast, wann die dich wecken kann, weil du hast ja Tiefschlafphasen und Leichtschlafphasen und so weiter. Und wenn du in den Tiefschlafphasen bist, ist es nicht so gut für dich aufzustehen oder wach zu werden. Das ist ein bisschen schwieriger. Und die Uhr erkennt das. Woran das liegt oder wie die das kann, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung von. Und die weckt dich dann. Und ich muss echt sagen, ich konnte mich nicht beschweren heute Morgen. Na gut, ich glaube heute Morgen, ich kann es heute Morgen nicht mal sagen, ob ich durch die Uhr wach geworden bin oder durch die Sonne draußen, weil um 6 Uhr war es bei uns schon relativ hell. Ich hätte jetzt spontan gesagt, dass eher die Sonne war als statt die Uhr, aber ich bin gegen kurz nach 6 bin ich wach geworden, um, weiß nicht, 5 nach 6 oder so. Dann habe ich mich noch ein paar Minuten umgedreht. Weil ich wollte auch erst gegen halb aufstehen, aber wenn die Uhr dich theoretisch vorher schon mal weckt und du dann vielleicht noch ein bisschen schlummern kannst, ein bisschen hier, ein bisschen da gucken oder so, fand ich heute Morgen jetzt nicht so schlimm und war auch ganz angenehm. Ich werde jetzt mal die nächsten Tage das weiter testen, wie die Uhr das macht, ob die Uhr das gut macht oder nicht. Und
Ich bin mal ganz gespannt. Kann ich jetzt auch neue Wecker einstellen? Ich überlege ich gerade, was, wann ich mich morgen früh wecken soll. Theoretisch reicht 7:45 Uhr. Die Legendwecker. Mal gespannt, ob sie es macht, ob sie es gut macht oder nicht. Ich lasse mich da echt ein bisschen überraschen. Ich weiß ja gar nicht, was mich aktuell so erwartet. Ich muss aber sagen, bisher gefällt es mir echt ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren. Und wenn, ich werde das jetzt mal weiter nutzen. Ich habe mir jetzt noch neues Armband bestellt und ein anderes Armband. Ich bin zwar von dem Armband positiv überrascht heute gewesen. Muss ich echt sagen, ich habe sie heute schon einen Tag in der Arbeit auch getragen und so. Positiv überrascht, das hält sie richtig gut. Ich bin aber eher ein Armband des klassischen Verschließens, also mit Durchziehen und Festmachen, wie man das am Gürtel kennt, sowas. Die hat jetzt hier so ein Armband, so locker drin. Auf anderer Seite hast du einfach nur so ein Band. Da ist so zwei so Laschen drin und ein so ein hoher Punkt, wo du das einmal reinklippst oder klickst und dann ist es schon fertig. Hat auch gut gehalten. Habe ich mir jetzt auch keine großen Sorgen drum gemacht heute. Ich bin aber noch unentschlossen, weil ich die Uhr gerne etwas lockerer trage, muss ich ja auch sagen. Ich muss mich da erst dran gewöhnen. So, ich würde die Uhr ganz gerne noch ein bisschen lockerer tragen, aber irgendwie weiß ich nicht, ob das irgendwie am Band liegt oder so. Ich bin unentschlossen. Hätte ich gesagt. Deswegen experimentiere ich jetzt erstmal damit rum. Das Gute ist, ich hätte das andere Band mal testen. Und ich habe mir so ein Schutzcase geholt, was ich einmal auf die Uhr drauf stülpe, die dann automatisch einen Displayschutz hat und so einen Randschutz. Habe ich mir jetzt mal überlegt, falls ich dann doch mal irgendwo anecke. Vielleicht ist das besser. Ob das das wirklich besser macht, weiß ich jetzt zwar nicht, aber. Wir wollen es mal probieren, habe ich mir so gedacht. Und aktuell spricht doch einfach nichts gegen das zu machen. Deswegen wollen wir einfach ausprobieren. Wie gesagt, bisher positiv überrascht, positiv begeistert auch, muss man auch dazu sagen. Deswegen, ich werde das jetzt mal weiter nutzen. Und ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt beim Schlafen klappt und so. Also ich muss ja sagen, das Vibrieren an der Uhr am Handgelenk ist sehr angenehm. Ich kann ja auch telefonieren darüber und alles Mögliche. Und auch die Telefonate kriege ich da drauf angezeigt und so. Ich muss sagen, gefällt mir echt gut. Und ich bin echt bisher positiv begeistert davon. Ich kann euch auch, theoretisch kann ich euch auch nennen, ich kriege ja sowieso kein Geld dafür. Ich habe eine Fitbit-Uhr, die Version 4. Kostet aktuell 199 Euro, also 200 Euro oder so. Ich muss aber auch sagen, dass ich früher leidenschaftlicher Uhrtrager war. Und mir, ich theoretisch früher relativ dicke Uhren getragen habe, allgemein, muss ich jetzt sagen. Ist die ich jetzt habe, die Fitbit, im Gegensatz zu meiner alten Uhr, ist eine Casio-Uhr. Auch keine wüst teure AE140WH Stainless Black Buzzer Resistant 100 Bar Made in China. Die Uhr hatte ich vorher auch in einem älteren Modell, die habe ich aber echt aufgetragen, muss man echt sagen. Früher in der Schule habe ich ja viel Uhr getragen, eigentlich nur Uhr. Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Reifen. Da hatte ich wirklich viel Uhr getragen, außer zum Sport und zum Schwimmen, weil da durfte man keine Uhr tragen. Hatte ich die eigentlich immer auf oder an. Er gesagt, ich muss sagen, positiv überrascht. Und jetzt mit der neuen, ich gewöhne mich mal langsam wieder dran. Das dauert sowieso ein paar Tage, bis man nur Wochen vielleicht so wieder, bis ich mich an Uhr gewöhnt habe. Ich hatte jetzt über 4 Jahre keine Uhr. Seit Anfang der Ausbildung habe ich keine Uhr mehr getragen. Weil mit Arbeiten in so einem Maschinen soll man das eigentlich immer lassen und jetzt sitze ich im Ersatzteillager,
Habe ich weniger mit zu tun, habe ich mir gedacht, kannst dich theoretisch wieder an Uhr gewöhnen. Hast du ja früher auch gehabt, von daher nützen wir das weiter. Vergrößere dein Liniennetz. Das werden wir morgen angehen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.